Verurteilend. Verurteilend ist das Partizip Präsens von dem Verb verurteilen. Verurteilend ist ein partizipiales Adjektiv. Man kann von einer verurteilenden Rede sprechen. Man kann von einer verurteilenden Bemerkung sprechen. Verurteilen kann zum einen heißen, ein Gerichtsurteil sprechen. Es kann heißen, missbilligen und ablehnen. Man kann auch etwas scharf kritisieren und damit verurteilen. Man kann auch jemandem zu etwas verurteilen. Im Yoga wollen wir Menschen nicht verurteilen. Wir wollen keine verurteilende Ansicht haben, weder über selbst und selbst noch über andere. Menschen haben oft eine automatisierte Neigung dazu, alles zu beurteilen und oft zu verurteilen. Menschen haben sogar die Neigung, ihre eigenen Gedanken und eigenen Vorgehensweisen zu verurteilen. Und so gibt es die Achtsamkeitsmeditation als ein Mittel, um dieser Neigung zu urteilen und zu verurteilen etwas entgegenzusetzen. Achtsamkeitsmeditation bedeutet, alles zu beobachten, alles bewusst zu machen, ohne etwas zu analysieren, ohne etwas gut oder schlecht zu finden und ohne etwas zu verurteilen. Achtsamkeitsmeditation bedeutet, im Hier und Jetzt zu sein, bedeutet eine annehmende, akzeptierende Einstellung zu haben, beobachten, nicht zu reagieren, es stehen zu lassen, wie es ist. Und auch im Umgang mit anderen Menschen ist oft erst Achtsamkeit wichtig, bevor man zu vorschnell zu einer verurteilenden Einstellung kommt. Tief im Inneren sind alle Menschen gut, tief im Inneren bist auch du gut. Und in den meisten Fällen ist es gut, Situationen, Menschen und dich selbst anzunehmen, wie sie sind, mit Mitgefühl und einer Grundeinstellung des Akzeptierens und der Liebe.